Sportsfreunde, euer Göcki am Start, ein neues Video. Kurz vorweg, was ganz klar gesagt werden muss, es handelt sich bei dem Video um eine Produktplatzierung. Und zwar geht es um den LG Tone Active, einen Bluetooth-Kopfhörer. Ja, noch einmal ganz kurz vorweg zu dem Thema Produktplatzierung. Wann gibt es die? Einmal, wenn ich das Produkt ausgiebig getestet habe, wenn ich davon überzeugt bin, für mich und für euch beim Training einen Mehrwert sehe. Das ist hier der Fall und deswegen gibt es hier die Produktplatzierung. Ja, es gibt keine Schrottprodukte, die keiner braucht, sondern etwas, was wirklich dem einen oder anderen beim Training gefallen kann oder helfen kann. Deswegen hier diesen schicken Kopfhörer. Und ich trage ihn jetzt seit ca. 3 bis 4 Wochen und muss ganz ehrlich sagen, zunächst war ich etwas skeptisch. Ja? Wie man sieht, hat der nämlich hier so eine Art Halsband, dieser Kopfhörer. Und ich dachte, das stört mich beim Training irgendwie, sieht vielleicht auch nicht ganz so schick aus, hindert mich. Und dann habe ich das ausprobiert und wurde eigentlich relativ schnell vom Gegenteil überzeugt, einfach aus dem Grund. Und den möchte ich euch einfach hier präsentieren. Guckt euch mal diesen ganz kurzen kleinen Clip hier an, den habe ich nämlich auf dem Laufband gedreht. Ja, da habe ich den Kopfhörer sozusagen um und dadurch, dass einfach dieses Halsband vorhanden ist, haben wir einfach gar keine Übertragung der Körperbewegung am Kopfhörer selbst, also an den Kabeln, an den Ohren. Sprich, es gibt, egal wie schnell ich renne oder wie schnell mein Körper sich bewegt, keine Erschütterung am Ohr, die Kopfhörer können nicht rausfallen. Und genau das ist eigentlich der Punkt, der mich immer bei allen Bluetooth-Kopfhörern bisher relativ gestört hat, dass wenn ich halt laufen war, rennen war oder irgendwelche Bewegungen mit Rotationssachen gemacht habe, dass mir relativ schnell die Kopfhörer aus den Ohren geflogen sind. Und dadurch, dass wir halt sozusagen dieses Halsband haben und dann halt diese Kopf- oder Ohrhörer rausziehen können, wie so bei so einem Staubsauger ist das, passiert es einfach gar nicht, dass wir sozusagen die Erschütterung des Körpers am Ohr irgendwo spüren. Sprich, wenn ich jetzt den Kopfhörer trage, habe ich eigentlich gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie einen Kopfhörer um habe, sondern man merkt es gar nicht, weil man den Kopf drehen und wenden kann, wie man möchte und es fällt nichts raus. Und das hat mich sehr, sehr positiv überrascht und ich glaube, das ist vor allem für Ausdauersportler, Läufer ein riesiger Mehrwert, weil die Dinge einfach gut sitzen, kein Gewicht haben und man sie eigentlich wirklich gar nicht spürt beim Laufen. Ja? Und wir haben ein geiler Vorteil ist halt auch noch, dass wir bei diesen Bluetooth-Kopfhörern aufgrund dieser Halsbandvorrichtung auch noch einen sehr, sehr geilen Bass integriert haben, den man so eigentlich bei Bluetooth-Kopfhörern nicht hat. Ich habe einige getestet, ihr habt die Videos ja auch gesehen, habe bisher auch mal eigentlich andere getragen, aber genau das Problem, dass sie mal rausgeflogen sind, war immer so eine Sache, die mich gestört hat. Und außerdem haben auch viele an den Ohren immer so Riesenteile, dass das irgendwie dran hält. Man muss irgendwelche Adapter dranhauen, damit es irgendwie in der Ohrmuschel bleibt. Und das ist hier bei diesem LG Tone in meinen Augen sehr, sehr gut gelöst. Ja, der Ton ist super, der Bass ist super und ein Vorteil, wo ich aber eher den meisten von abrate, ist einfach, dass hier ein Mikrofon drin integriert ist. Meiner Ansicht ist ja immer noch, wenn ihr trainiert, telefoniert nicht dabei, ja, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der busy ist, der beim Laufen oder beim Trainieren irgendwie telefonieren muss, hat dann hier den Vorteil mit dem Kopfhörer, dass er einfach sein Handy nicht rausholen muss, kann einfach den Kopfhörer einfach dran lassen und kann dann halt beim Training einfach mit seinem Liebsten oder mit seiner Liebsten telefonieren. Für den einen Vorteil, ich sage immer, lasst es lieber, lenkt ab, aber es ist eine Möglichkeit, vielleicht auch beim Autofahren oder sonst wo, dass man halt dann über das Mikrofon einfach auch telefonieren kann, wenn man das möchte. Deswegen, also im Ganzen muss ich sagen, bin ich von diesem Kopfhörer überzeugt, deswegen habe ich hier auch noch einen zweiten für euch und den haue ich jetzt einfach in einer Verlosung, im Gewinnspiel raus. Er kostet 139 Euro, muss man sagen, ist kein Schnäppchen, aber verglichen mit anderen Bluetooth-Kopfhörern ist der ganz klar im oberen Mittelmaß. Aber ihr habt einfach auch was Cooles. Also wie gesagt, die Tonqualität, der Bass ist super. Ihr habt gerade beim Laufen kein Problem. Und ist natürlich auch wasserabweisend, ja, wenn es irgendwie regnet. Und das Mikrofon ist vielleicht für den einen oder anderen auch ein großer Vorteil. Deswegen diesen hier möchte ich einmal für euch verlosen. Und zwar machen wir das über Instagram. Sprich, ich werde einmal das Bild posten von diesem Kopfhörer. Und was ihr machen müsst, ihr müsst einfach ein Bild machen, wo ihr euren alten Kopfhörer, den ihr jetzt noch benutzt, trägt. Und von dem ihr vielleicht irgendwie ein bisschen gestört seid, dass er euch irgendwie beim Training irgendwie nervt, macht ein Bild von euch mit dem alten Kopfhörer und verlinkt einfach sozusagen mein Instagram-Account, Göcki, schreibt einfach in die Tags LG Tone und Göcki und dann müsst ihr einfach meine Instagram-Seite liken und das Bild, wo ich diesen Kopfhörer poste. Das werde ich bis Ende nächster Woche einfach laufen lassen. Müsste dann sein, heute ist der 10. Bis zum 18. oder 19. wird das dann laufen. Ja? Und dann werde ich einfach einen per Instagram Message einfach anschreiben, der halt diesen Kopfhörer gewonnen hat
Und ja, einfach zu dem Bild, was ihr postet, mit eurem alten Kopfhörern einfach einen kurzen Text schreiben, wieso ihr den neuen LG-Kopfhörer benötigen könnt. Ist dann vielleicht auch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemand anderen. Oder ihr könnt natürlich auch, wenn ihr einen sucht, euch so einen Teil noch wünschen. Weil, wie gesagt, könnt auch gerne im Internet nochmal andere Rezensionen oder Bewertungen bei Amazon oder Co. einfach nachgucken. Das Ding ist gut weggekommen überall. Und ich trage ihn inzwischen selber gerne und bin davon überzeugt. Ja, das kann man ehrlich sagen, auch wenn es Werbung ist. Es ist einfach der Punkt. Ich trage ihn gerne. Mir bringt er Mehrwert beim Training und mir fliegen die Dinger nicht mehr aus den Ohren. Und das ist einfach die Sache. Ja, deswegen macht beim Gewinnspiel mit. Ich würde mich freuen. Haut rein, euer Görki. Und ja, vielleicht euer Feedback dazu, wenn ihr den selber schon habt. Oder wenn ihr einen habt, den ihr auch gut findet. Oder einen, der euch nervt. Dann könnt ihr einfach was reinschreiben. Am besten mit eurem Instagram-Bild. Dann könnt ihr den gewinnen. So, jetzt habe ich genug gelabert. Haut rein, euer Görki. Ciao.